Homo Selena ist auch neu hier. Wird zum ersten Mal erwähnt. Ummu Salama, radiallahu anha, er bezeichnet sie als die Ummahat al-Mu'minin, also eine Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ihr Name ist Hind, ihr richtiger Name ist Hind, nach der Mehrheit der Gelehrten. Manche behaupteten, ihr Name wäre Ramla, was aber zu verwerfen ist. Diese Aussage ist überhaupt nicht korrekt. Ihr Name ist also Hind. Und Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet im vierten Jahr nach der Hijra, nach dem Tod ihres Ehemannes Abu Salama. Und sie und ihr Ehemann gehörten zu den ersten, die nach Habascha ausgewandert waren. Ja. Ummu Salama radiallahu anha ist im Jahr 62 nach der Hijra verstorben. 62, 61 oder 60. Das ist unter den Historikern nicht ganz sicher. Was aber sicher ist, ist, dass sie die letzte der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, die verstarb. Sie ist die letzte der Frauen, die am längsten Überlebende, ist im Jahr 90 nach der Hijra. In einem Alter von 90 Jahren ist sie gestorben. Und sie hatte aus der ersten Ehe mit Abu Salama, glaube ich, vier Kinder gehabt. Vier Kinder haben sie gehabt. Tayyib.